Oh mein Gott, das geht ja 6 Jahre, hat jetzt begonnen. Hallo Leute und herzlich willkommen bei diesem ultra spannenden Video, denn heute geht es mal wieder um GTA 6. Ja Freunde, und heute ist es offiziell der 1. April. Es ist nicht nur der Tag, an dem der ein oder andere Scherzkeks um die Ecke kommt. Nein Freunde, das ist auch der neue Fiskia Start von Take-Two. Das Fiskia 2025. Und genau das ist auch das Datum für GTA 6. Bedeutet, wenn Take-Two recht hat, sollten wir in den nächsten 12 Monaten GTA 6 in den Händen haben. Doch nicht nur das. Ab diesem Zeitpunkt, wo das Geschäftsjahr startet, werden wir sehr viele offizielle Details zu GTA 6 bekommen. Und das ist nicht nur das Release-Datum, sondern sehr viele andere Dinge. Ja, Freunde, das Abenteuer kann beginnen und das alles wird uns erwarten. Du willst nichts mehr über GTA 6 verpassen? Dann lass jetzt unbedingt dein Abo da und aktiviere die Glocke für alle Benachrichtigungen, um immer up-to-date zu sein. So, und nun viel Spaß mit dem Video. Daily Upload Tag 9. Die 333 Likes wurden von euch wieder hops genommen. Bedeutet, sollten wir es wieder schaffen, kommt morgen direkt ein neues GTA 6 Video. Ja, Freunde, das Fiskjahr 2025. Ich bin euch ehrlich, ich weiß nicht, wie oft ich das bereits in den vergangenen Jahren ausgesprochen habe. Jedoch ist jetzt dieser Moment endlich angekommen. Ja, Freunde, man muss erstmal realisieren, dass das GTA 6 Jahr erst jetzt gestartet hat. Denn dieses läuft ja vom 1. April bis zum 1. April. Und am 1. April 2025 startet quasi dann das Fiskjahr 2026. Doch darüber brauchen wir gar nicht reden, denn dieses Jahr ist das wichtige Jahr. Denn Rockstar Games hat jetzt genau 12 Monate Zeit, GTA 6 zu releasen, damit die nicht gegen die Geschäftsbedingungen verstoßen. Bedeutet, das Abenteuer hat eigentlich erst gestartet und ab jetzt sollten wir eigentlich regelmäßig gefüttert werden. Doch was genau erwartet uns in diesem Jahr? Fangen wir mit dem Trailer Nummer 2 an. Ja, Freunde, die meisten sind sich sicher, dass der Trailer noch diesen Monat kommt oder spätestens nach dem Earning Call von Take-Two und Rockstar Games, und zwar Mitte Mai. Sehr viel Zeit haben die eigentlich auch nicht, den zweiten Trailer zu releasen, denn wie gesagt, 12 Monate sind es ja bis zum Release. Und wenn man jetzt darauf achtet und das Ganze mit GTA 5 vergleicht, kann man eigentlich sagen, es ist nicht vergleichbar. Außer Rockstar Games plant es diesmal, weniger Trailer rauszuhauen, denn der erste Trailer zu GTA 5 kam am 2. November 2011 und der zweite Trailer dann am 14. November 2012. Bedeutet, da war ein gutes Jahr dazwischen, doch diesmal müsste es anders ablaufen, denn das Zeitfenster, wo Rockstar Games sich gesetzt hat, ist diesmal viel kleiner. Der erste GTA 6 Trailer kam übrigens auch ein paar Tage vor dem Earning Call von Rockstar Games und Take-Two. Also könnte es auch diesmal so sein. So werden auch sehr viele Investoren und alle Besucher, die da teilhaben werden, befriedigt, denn der zweite Trailer liefert natürlich sehr viele neue Informationen. Deshalb ist der aktuelle Stand, dass diesen Monat oder spätestens nächsten Monat der Trailer erscheint. Und wenn wir schon vom zweiten Trailer sprechen, sprechen wir auch mal von dem Release-Datum. Ja, von dem zweiten Trailer wird man höchstwahrscheinlich am Ende des Trailers einen besseren Release-Zeitraum sehen. Dasselbe war auch bei GTA 5 so. So haben die den Zeitraum eingegrenzt. Und so waren sich die Fans sicher, oh, da und da müsste es erscheinen. Also natürlich, wenn alles gut läuft und nichts verschoben wird. Das bedeutet, der zweite Trailer wird höchstwahrscheinlich das Mysterium klären, ob GTA 6 jetzt wirklich im Frühjahr 2025 erscheint oder doch Ende 2025. Und wenn dieser Zeitraum festgelegt ist, dann kommt der nächste Schritt, und zwar der Vorverkauf. Denn wenn Rockstar Games weiß, okay, wir haben jetzt das öffentlich mitgeteilt, da und da wird das Spiel released, so kann die Community sich schon mal darauf einstellen, wann das Spiel released wird, und so kann auch die Vorbestellung starten, und dies tritt auch kurze Zeit nach dem Trailer in Gange. Zumindest ist es meistens und in der Vergangenheit immer so gewesen. Und ab da fängt die Fütterung an. Rockstar Games wird uns dann quasi zuspammen mit neuen Informationen über GTA 6. Egal ob es News sind, die häppchenweise jeden Donnerstag veröffentlicht werden, oder Screenshots. Und das mit den Screenshots haben wir nicht nur bei GTA 5 so erlebt, sondern auch bei GTA 4 und diversen anderen Teilen. Hier auf dieser Seite könnt ihr es eigentlich ganz gut sehen. Am 12. Juli 2012 sind die ersten Screenshots veröffentlicht worden. Das war einmal dieser Screenshot.
gefolgt von diesem Screenshot. Also da hat man das erste Mal Los Santos so auf dem Bild gesehen, in sehr nicer Qualität. Man kann sogar sagen, das Ganze ist Gameplay-Qualität. Einen guten Monat später sind wieder drei neue Screenshots veröffentlicht worden. Da hat man den Strand gesehen, da sieht man einen geilen Sportwagen und natürlich einen Jet. Das hat man bei GTA 4 damals vermisst, weil da gab es keine Flugzeuge und so hat man sich umso mehr gefreut auf GTA 5. Schaut mal, zwei Tage später direkt sind neue Screenshots erschienen. Und so ging es dann weiter und weiter bis zum Release. Ja, Freunde, ich hoffe, jetzt versteht ihr, wenn ich sage, der Spaß beginnt erst. Weil jetzt ist der Fokus 100% auf GTA 6. Nicht umsonst heißt es ja auch offiziell, das Spiel ist im Feinschliff. Und sobald der Feinschliff fertig ist, werden wir auch sehr viel zu Gesicht bekommen von GTA 6. Ja, Freunde, was sagt ihr zu diesen Informationen? Freut euch auf dieses Jahr und auf das ganze Abenteuer? Und welchen Screenshot von GTA 6 würdet ihr euch am meisten wünschen? Die beste Antwort wird natürlich wie jedes Mal angepinnt und angeherzt. Und nun grüßt ihr vom letzten Video den ersten und den letzten Kommentar. Grüße gehen raus an Mercedes1873 sowie Marcel-Strike. Willst du auch im nächsten Video gegrüßt werden, dann lass jetzt einen Kommentar da.